Es ist soweit. Endlich haben wir hier eine Bestätigung. Lange gab es ja so ein paar Gerüchte, die dann auch sehr oft geteilt wurden. Und wir bekommen jetzt Jurassic World Rule the Earth als Serie. Das war natürlich Schwachsinn. Fakt ist, wir bekommen eine neue Jurassic World Serie. Der Titel Rule the Earth ist allerdings falsch. Der wurde jetzt schon wieder so oft geteilt, der ist nicht richtig. Es gibt aktuell noch keinen offiziellen Titel für diese Serie. Man weiß noch nicht mal wirklich, ob sie überhaupt Jurassic World heißen wird. Man geht sehr stark davon aus. Denn die Serie soll laut Angaben von Universal die Lücken füllen zwischen Jurassic World Camp Cretaceous und eben hingezogen bis Jurassic World Dominion. Zur Aufnahme dieses Videos, was ihr jetzt gerade seht, wird gerade in L.A. ein Cast für die Serie vorbereitet und nein, bevor ihr alle aufschreit, das Ganze wird keine Live-Action-Serie. Das wäre auch zu schön, wir bekommen erneut eine Animationsserie. Ich hätte mich wahnsinnig darüber gefreut, wenn man wirklich eine Real-Life-Serie gemacht hat, aber okay. Ey, ich fand Camp Cretaceous fand ich ja ganz cool, hat mir eigentlich ganz gut gefallen und ich bin froh, dass es dann dennoch irgendwie weitergeht und ich wünsche der Serie wirklich alles Beste, dass da Erfolg dabei rauskommt, damit wir mehr aus dem Jurassic-Universum sehen. Ja, tatsächlich sagt das jemand, der Jurassic World Dominion nicht mag, aber trotz allem freue ich mich doch auf weitere Abenteuer. Nur weil ich Jurassic World Dominion nicht mag, heißt es ja nicht, dass ich nicht daran glaube, dass danach noch weitere Projekte kommen können, die mir dennoch gefallen. Aktuell wird also, wie gesagt, noch am Cast gearbeitet. Es sind allerdings schon kleine Plot-Details veröffentlicht worden und über die will ich ganz kurz mal in diesem Video mit euch sprechen. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Die Plot-Details wurden bis dato nur auf Englisch geleakt, beziehungsweise eben auf Twitter getweetet. Was für eine seltsame Zeit. Und ich werde euch jetzt hier einfach mal ganz kurz vorlesen und versuchen aufs Deutsche zu übersetzen, worum es denn da wirklich geht. Der Hauptcharakter der Serie wird Sydney sein, eine 19-jährige Teenagerin, die bei einem tragischen Unfall, bei dem geglückten Versuch, ihre Freunde zu retten, ihren Arm verliert. In Klammern wird hier des Weiteren noch geschrieben, after getting attacked by a terrible creature, also nachdem sie von einer schrecklichen Kreatur angegriffen wurde. Worum es sich hierbei handelt, ich schätze mal, die Dinosaurier, weil die jetzt ja auch frei auf der Erde rumlaufen. Oder wir bekommen wirklich einen neuen Hybriden präsentiert. Ich glaube allerdings, dass ersteres der Fall sein wird und wir jetzt wirklich in diese Welt geschmissen werden, wo Dinosaurier frei herumlaufen. Wir erinnern uns daran, dass Jurassic World Camp Cretaceous ja da aufgehört hat, wo die Saurier gerade aus dem Lockwood-Anwesen ausgebrochen sind und angefangen haben, frei über die Welt zu laufen und sich nach und nach zu verbreiten, durch Schwarzmärkte, durch Verbreitung eben durch den Menschen. Hier wird diese Serie jetzt eben ansetzen. Wie gesagt, wir sehen das Ganze aus der Sicht von Sydney. Des Weiteren hat DreamWorks bekannt gegeben, ja, wir arbeiten an etwas aus dem Jurassic-Universum, aber bitte, das Zitat ist, calm down and wait. Also kommt mal alle runter, chillt ein bisschen und wartet, bis wir das Ganze veröffentlichen. Also ich schätze mal, dass wir jetzt die nächsten Monate, dieses Jahr auf jeden Fall noch eine offizielle Ankündigung bekommen werden. Vielleicht wahrscheinlich sogar einen kurzen Teaser, wo es eben dann diese neue Jurassic-Serie gehen wird. Der Titel Jurassic World Rule the Earth kann immer noch nachträglich eingefügt werden, ist aber aktuell noch nicht bestätigt. Wie ist jetzt meine Meinung dazu? Ich hab Bock. Ich hätte, wie gesagt, mehr Lust darauf, das Ganze in Real-Life-Action zu sehen. Jetzt bekommen wir allerdings wieder eine animierte Serie. Ich habe allerdings das Gefühl, dass diese Serie ein bisschen erwachsener werden könnte als Camp Cretaceous, dass man sich jetzt hier ein bisschen mehr traut, auch wie Star Wars Clone Wars es damals gemacht hat, nach und nach immer ein bisschen mehr auch die erwachseneren Zuschauer mit anzusprechen. Ich meine, allein schon die Ausgangssituation, sie verliert einen Arm durch einen Unfall, das ist schon, es geht schon in eine bisschen heftigere Richtung. Ich persönlich hätte jetzt keinen Lückenfüller gebraucht, der irgendwie zwischen dem Ende von Camp Cretaceous und eben Dominion spielt. Ich hätte mich eher darauf gefreut, dass man vielleicht sagt, okay, sie hat den Arm verloren, wäre deswegen im Koma gelandet und wacht dann aber nach Dominion wieder auf. Da hätten wir nämlich die Zeitspanne nach Dominion ein bisschen weiter erzählen können. Hätte ich persönlich cooler gefunden, aber das ist wahrscheinlich auch nur Kleinkrams. Ansonsten wissen wir halt einfach nicht genug über die Serie. Ich gehe mal davon aus, dass die ein oder andere Figur aus Camp Cretaceous hier ein
kleinen Cameo-Auftritt haben könnte, vielleicht auch eine bisschen größere Rolle bekommen könnte. Ich hoffe nicht, dass sie zwanghaft versuchen, das alles unbedingt mit Dominion zu verweben, weil was sie auch dann bei Camp Cretaceous mit Louis Dutchson gemacht haben, dass er unbedingt nochmal auf die Insel kommen musste, um über diese Rasierschaumdose zu fallen. Das war so ein bisschen so ins Gesicht gedrückt, so na, merkst du, es gehört zu Dominion? Das will ich eben nicht haben. Erzählt mir eine schöne Geschichte, die ausgearbeitet ist in einer Welt, die von Dinosauriern bevölkert wird. Geht auch gerne mal auf ein Traumata ein, das eventuell Sydney bekommen hat, nachdem sie eben diesen Unfall hatte. Wenn man das Ganze irgendwie interessant verpackt, was so Situationen mit einem machen können, dann wäre das schon sehr interessant, mal zu sehen, wie Sydney sich verhält in einer Welt mit Dinosauriern und eben der Situation auch, dass sie jetzt nur noch einen Arm hat. Das sind ja quasi direkt mal zwei Situationen, mit der sie direkt klarkommen muss. Das ist schon sehr interessant, dass man dieses Konzept eingearbeitet hat, dass sie auch noch einen Arm verliert. Und ich glaube, das hat einen Grund, dass man da noch mit drauf eingehen will. Eventuell, jetzt hier ganz kurzer, eventueller Spoiler-Part, möglicherweise geht man auch hier darauf ein, dass man anhand der Gentechnik, mit der man inzwischen auch Klone produzieren kann, dass man Sydney erzählt, wir können deinen Arm nachwachsen lassen. Biosyn lockt Sydney damit, wir können den Arm nachwachsen lassen, wir haben die Technologie dafür. Ey, nur meine Theorie, die ich noch vorab in den Raum schmeißen will. Jetzt bist du gefragt, wie ist deine Meinung zum neuen Jurassic-Projekt? Freust du dich auf das Ganze oder sagst du, na, brauche ich eigentlich nicht mehr, ich bin eigentlich fertig mit der ganzen Geschichte? Mir persönlich hat Dominion eher weniger gefallen. Ich habe jetzt hier gerade nochmal die Extended-Version mir angeschaut. Dazu kommt auch noch ein Video dann die nächsten Tage. Ich freue mich drauf, dass es immer noch weitergeht. Schreib mir deine Meinung in die Kommentare und ich freue mich auf unsere Diskussion. Bis zum nächsten Mal.